Hey Menschen, ich wende mich zurück zu einer brandneuen Videoserie auf meinem Kanal. Schon länger spürte mir ein Gedanke im Kopf rum. Ich muss die Menschheit aufklären. Aufklärung in Sachen Pokémon betreiben. Das werde ich mit diesen Videos tun. Als erstes kümmern wir uns um eine stumpfe Einleitung in das Thema Pokémon Competitive. Pokémon CP oder zu Deutsch das wettbewerbsfähige Pokémon spielen oder so, ist eine andere Art des Pokémon Spielerlebnisses. Denn hier werden die Fähigkeiten einiger Pokémon komplett ausgereizt. Ich sage beabsichtigt einiger, denn manche Pokémon können nicht so effektiv im Kampf benutzt werden wie andere. Aus diesem Grund sieht man bei Wi-Fi-Kämpfen auf YouTube oft dieselben Pokémon. Pokémon wie Bidifas sieht man beispielsweise sehr selten. Obwohl es beim Durchspielen einen durchaus akzeptablen Job als VM-Sklave macht, dennoch ist es wegen schlechter Werte nicht gut genug, um mit Pokémon wie Heatwin, Demeteros oder Cherox mitzuhalten. Aber darum geht es jetzt noch nicht. Nur weil ihr die Pokémon-Liga geschlagen habt, seid ihr nicht automatisch gut in Pokémon. Stellt euch vor, ihr müsst gegen euch selber spielen. Wäre das einfach? Das kompetitive Pokémon-Spielen verlangt einiges von euch ab. Ihr müsst jegliches Zeug lernen und viel üben. Unter Pokémon Competitive versteht man Turniere wie das VGC, die Zucht von Pokémon, das richtige Auswählen von Attacken und Fähigkeiten, die Einteilung von Pokémon in Tiers, die verschiedensten Teamarten, Teambuilding, das richtige Predicten und so weiter. Es gibt viel, was man über Pokémon lernen muss bzw. kann. Und all diese Themen möchte ich euch mit meinem kleinen Notizblock näher bringen, dass ihr Pokémon besser verstehen und erspielen könnt. Dazu muss gesagt sein, dass Pokémon Geduld verlangt. Nein, nicht die schlechte Attacke, die Ropi auf Level 15 lernt. Geduld und viel Übung wird von euch gefordert. Ich spiele Pokémon Competitive jetzt seit 2011 und kenne mich weiß Gott noch nicht über alles aus. Aber ich weiß genug, dass für eine Videoserie reicht. So, das soll es für die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch mit mal auf kommende Videos einstimmen und euch heiß aufs Lernen machen. Also vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, ich werde in dieser Serie mich auf das Pokémon Competitive beziehen und euch dort jegliches Zeug erklären. Und wie die Reihenfolge ist, weiß ich selbst noch nicht. Da habe ich mir noch wenig Gedanken gemacht, aber ich werde dann wahrscheinlich als erstes... Also Teambuilding könnte ich am Anfang setzen, das, weil ein gutes Team ist wirklich wichtig, ne? Vielleicht auch eine andere Sache als Einleitung, aber das weiß ich noch nicht. Da werde ich mir Gedanken machen. Also, naja, ich hoffe, ihr, wie gesagt, ihr seid gespannt und bis zum nächsten Video. Ho, ho, ho.